Hallo, hey, hier zeige ich dir, wie man eine Balkonsolaranlage auf dem Dach installiert. Ja, du hast richtig gehört. Wir installieren eine Plug-and-Play-Solaranlage oder eben ein Balkonkraftwerk auf dem Dach. Ein Freund hat mich angefragt, ob ich ihm eine Balkonsolaranlage eben auf dem Dach installiere. Da habe ich natürlich gerne zugesagt und habe diese Arbeiten auch durchgeführt und hatte super viel Spaß daran. Es war auch herausfordernd, aber so ist es ja erst recht cool und spannend. Hier kommen wir zum Inhalt, das ich euch hier präsentieren möchte. Ich habe bewusst keine Videos gemacht, denn ich wollte ja nicht vom Dach fallen. Und entsprechend habe ich mir da nur ein paar Fotos erstellt. Wir beginnen mit der Ausgangslage, dann das Material und die Geräte, die ich verbaut habe, Installation der Module, Installation vom Wechselrichter und Verkabelung und zu guter Letzt kommen wir zur Ertragsmessung. Wenn du an Solar- oder Smart Home-Themen interessiert bist, dann abonniere doch meinen Kanal, so unterstützt du meine Arbeit. Ja, genau, so sieht das Endprodukt aus, das ich auf dem Dach erstellt habe mit zwei Solarpanels. Die Gerätschaften, die wir verbaut haben, ist einmal hier ein Homiles Modulwechselrichter 600 Watt, dann zweimal Solarmodule an 395 Watt von Trina Solar, eine Dachkonstruktion von Nova Tegra und ein Shelly 1PM für die Messung vom Ertrag. Ja, das ist eine super spannende Ausgangslage. Hier der Wechselrichter ist für 600 Watt ausgelegt. Ja, jetzt denkt ihr sicher, ja, warum packe ich da fast 800 Watt drauf? Ja, ganz einfach, weil der HM600 bis zu 800 Watt belastet werden kann und gibt maximum 600 Watt Ausgangsleistung heraus und somit habe ich einen sehr guten Ertrag. Wir haben mit der Dachkonstruktion begonnen. Den Einlegerahmen sehen wir hier. Den haben wir entsprechend zuerst am Boden ausgelegt und zurechtgeschnitten, denn das waren Meterprofile und die mussten zuerst zusammengestellt werden, respektive zurechtgeschnitten werden. Hier links sehen wir das Schema respektive die Anleitung, wie man das Untergestell zusammensteckt. Mit dieser Anleitung ging das Ganze eigentlich sehr gut und machte Spaß. Dann ging es los auf das Dach. Dort haben wir dann die Position ausgewählt, wo wir die Panels anbringen möchten und haben hier in der Mitte mit dem Öffnen vom Dach begonnen, um dann die Dachhaken anzubringen. Das sehen wir nun jetzt hier. Hier habe ich die Dachhaken auf die Doppeldachlatte angeschraubt und diese Dachlatte ist unten auf die normale Dachunterstruktion festgemacht, haben wir dann aber noch zusätzlichen Schrauben hier noch befestigt. Das sind sehr dicke Schrauben und das Ganze hält. Entsprechend haben wir hier die Ziegel ausgeschnitten, damit der Dachhaken ohne Druck über dem Ziegel hervorkommt und entsprechend das Ganze sauber installiert ist. Das sehen wir nun hier. Der Ziegel, der oben drauf kommt, haben wir entsprechend auch ausgenommen, damit der wieder eingebracht werden kann. So sieht dann das Ganze aus. Wir haben hier in der oberen Reihe vier Dachhaken montiert und in der unteren Reihe vier Dachhaken für die ganze Installation. Hier sieht man dann den Dachauslass für die Kabel, hier sauber ausgeführt und entsprechend auch beim Ziegel die Aussparungen gemacht, damit die Kabel gut durchgeführt werden und keinen Druckpunkt haben. Hier sieht man noch das Sicherungsseil. Wir haben uns jeweils immer doppelt gesichert auf dem Dach bewegt. So sieht dann
der ganze Montagerahmen aus, wo er fertig auf dem Dach angebracht wurde. Hier die Spuren vom Ziegelstaub sind auch noch gut ersichtlich. Nun wurden schon die Panels angebracht. Die konnte man bei diesem Einlegerahmen entsprechend einlegen. Und da es ja nur zwei Stück waren, ging das relativ schnell. Und hier sieht man noch die Kabel, wurden entsprechend natürlich auch noch korrekt angesteckt. Und nun ist die Installation auf dem Dach bereits fertiggestellt. Beide Panel sind erfolgreich montiert. Und hier noch ein Bild, das sieht doch wunderbar aus. Gut, dann ging es weiter. Unter dem Dach ist der Estrich und dort haben wir den Wechselrichter angebracht. Den haben wir an die Wand geschraubt und entsprechend hier mit den Kabeln von den Solarmodulen angesteckt. Hier das Bild von der Seite. Von der Steckdose her ist dann das Kabel erschlossen zu der Dose. In der Dose ist der Shelly für die Messung angebracht und angeschlossen, damit der Ertrag, wo der Wechselrichter hier erzeugt, gemessen werden kann. Hier sieht man die Verkabelung von den Solarmodulen. Hier oben über diese Luke, Lüftungsluke konnten wir die Kabel reinschieben zum Solarmodul und hier gehen sie dann zum Wechselrichter und sind dort angeschlossen DC-seitig. Dann kommen wir bereits zum Ertrag, wo wir dann das Ganze angeschlossen haben, hat uns der Shelly 1PM, der natürlich in der Shelly-App bereits integriert war, schon gesagt, wie viel die Leistung ist. Und an diesem Moment waren das bereits 260 Watt bei einem, ja, würde ich mal sagen, bewölkten Tag, wo wir die Arbeiten durchgeführt haben, war dann schon 260 Watt Ertrag da, was natürlich super erfreulich war. Ich möchte euch fürs Zuschauen danken und ich hoffe, ich konnte euch diese mal etwas andere Balkonsolaranlage näher bringen. Und ihr seht, man kann das verschieden lösen, auf dem Balkon, im Freien, auf dem Dach. Und was wichtig ist, jede Kilowattstunde, die du zu Hause erzeugst, die musst du nicht kaufen und die zählt. Und das ist das Wichtige. Mach dir Gedanken über dein Projekt, über deine Balkonsolaranlage oder dein eigenes Kraftwerk, denn das lohnt sich und macht super viel Spaß. Ich danke dir fürs Zuschauen, freue mich auf einen Daumen hoch und bis bald wieder auf meinem Kanal und tschüss.